Hallo, ich möchte in diesem Video zeigen, wie man Regelsysteme entwickeln kann. Aber erst einmal muss man wissen, was gibt es für regelbasierte Systeme, auch RBS-Systeme genannt. Ja, also diese haben natürlich wieder einen ganz normalen Regelinterpreter. Ja, den Regelinterpreter sehen Sie dann hier in der rulebackpl. Und dann haben wir Fakten und Regeln, also quasi unsere Wissensbasis, welche dann wiederum auf die Wissensbasis quasi zugreift. Ja, nochmal vielleicht zur Wiederholung. Regeln, das sind erstmal allgemeines Wissen und Zusammenhänge über Fachgebiete. Ja, sei es hier beispielsweise mal Krankheiten oder wie in diesem Beispiel hier das Wissen über einen Motor, ein Motorsystem, hier in dem Fall unser Trabant. Ja, also als kleines Beispiel hier, wenn ein Motor zum Beispiel nicht anspringt und die Tankanzeige auf 0 ist, so ist der Tank eben leer. Das kann man hier definieren in dieser Wissensbasis, also Regelbasis hier, was Sie hier schon mal sehen. Und eine Regel ist halt hier zum Beispiel definiert. Ja, und dann gibt es den Regelinterpreter, das ist die Inferenzmaschine. Ja, diese soll dann durch Schlussfolgerung neue Aussagen aus einer bestehenden Wissensbasis ableiten. Also hier ist dann definiert, wie es auf das Wissen reagieren soll. Entspricht auch in der Logik ein Kalkül und wertet Fakten und Regeln aus. Es gibt bestimmte Strategien der Regelverarbeitung. Das ist einmal hier unsere Rückwärtsverkettung. Dann gibt es natürlich auch noch die Vorwärtsverkettung, Mischform und andere Verkettungen. Ja, wir haben ja hier die Rückwärtsverkettung. Und ja, das fängt dann folgendermaßen hier an. Wir haben erstmal eine Anfrage oder eine Hypothese, die bewiesen werden soll. Ja, also dann geht es weiter. Und zwar fragt man sich dann erstmal, kann ein Fakt die Hypothese beweisen? Ja, und wenn nicht, welche Regeln können die Hypothese beweisen? Ja, wenn das denn scheitert, dann nimm eine andere Regel, ansonsten so lange wiederholen, bis die Hypothese bewiesen ist oder keine Regel mehr anwendbar ist. Ja, und unterwegs dann gegebenenfalls auch den Nutzer eine Anfrage stellen. Zum Beispiel soll er entscheiden oder sagen, was der aktuelle Stand ist. Aber das sehen wir dann in dem Beispiel, wie du denn dementsprechend erst. Ja, vielleicht hier das kleine Beispiel. Wir haben jetzt Regeln definiert. Wenn A und B, dann C und so weiter. Haben wir das Faktum, dass Q gilt, also hier gilt, P gilt und B gilt. Ja, und er soll jetzt rausfinden, ob auch H gilt. Aber ja, wir sehen hier ja direkt Q, P, F. Und wenn F, dann H1. Also gar nicht mal so schwer. Ja, das ist als kleine Wiederholung hier. Und jetzt haben wir ja unsere Inferenzmaschine hier geschrieben. Und dafür braucht man keine Detailkenntnisse. Man kann sie ganz einfach als Werkzeug hin nutzen. Ja, also hier erfolgt dann die Selektion der Regeln durch eine Reihenfolge, die aus der Wissensbasis gegeben ist. Und die Zielhypothese ist fest definiert. Ja, also das System versucht dann eine Hypothese der Form, die in der Regelbasis hier definiert ist, zu beweisen. Also sagen wir mal, Diagnose ist, dass kein Benzin ist. Und dann versucht er das eben zu beweisen. Also dann hier die Zielregel. Ja, wenn der Benzin nicht ausreichend ist, dann Kraftstoffmangel oder kein Benzin vorhanden, was auch immer. Ja, und ganz wichtig, im Prolog erfolgt eine Kleinschreibung der Regeln. Ja, sowas ist hier unter Umständen auch möglich, aber am besten das Ganze in kleiner schreiben, wie man auch hier im weiteren Verlauf dann sehen kann. Ja, auch hier wirkt dann wieder sich die Closed-Word-Assumption aus. Also alles abgeschlossen und nur was definiert ist, ist auch wirklich bewiesen oder beweisbar. Und wann führt man jetzt eigentlich diese Rückwärtsverkettung aus? Gibt es erstmal ein paar Punkte, und zwar, wenn die Anzahl der Diagnosen überschaubar ist. Also hier dementsprechend die Diagnosen nicht so allzu zahlreich sind, weil wenn man hier viel zu viele reinschreibt, wird es nach und nach viel uneffizienter. Und der zweite Punkt wäre, wenn ein Mechanismus zum Erzeugen aussichtsreicher Hypothesen vorhanden ist. Oder der dritte Punkt, wenn viele Fakten als Nutzereingaben, also hier in dem Beispiel dann irgendwelche Eingaben von dem aktuellen Stand des Motors oder so, vorhanden sind. Ja, und wann würde sich eine Vorwärtsverkettung zum Beispiel lohnen? Das wäre dann der Fall, wenn sich erfolgversprechende Hypothesen nicht ohne weiteres erzeugen lassen. Oder der zweite Punkt, wenn alle Fakten bekannt sind. Ja, also das hier zum Grundlagen der Regelsysteme. Wir schauen uns dann dieses Beispiel hier in einem anderen Video dann an. Okay?